einen Sandstrand daneben. Ja, genau. Damit man schön in dem ganzen Hafenabwasser dann baden kann. Genau, zum einen das und zum anderen dann hier so, hier die Dinger, die die Schiffe antreiben. Ich habe den Namen davon gerade vergessen. Schiffe, ja, wenn du dann hier im Wasser unterwegs bist, so Plätscher, 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 die Welt ist schön, die Welt. Und dann kommen die Rotorblätter rum. Und die Welt ist rot. So rot. Ich verteile jetzt hier einfach mal ein bisschen. Yeah, ich finde Wald hier gar nicht schlecht. So, warte mal, nicht so nah hier vielleicht ran, oder? Mhm. Warte mal, lass mich mal überlegen. Nee, direkt an Hafen ran, so ein bisschen Fischerei-Zeugs ist auch scheiße. Nee, ich will hier eigentlich gar nicht so viel hinbauen, sondern einfach, dass das jetzt ein bisschen begrünt wird und dann passt das. Weißt du, dass der einfach ein bisschen in der Natur verschwindet. So, ich habe mal den einen Tropenbaum da entfernt, das ist zumindest den Setzling, ne? Ja. Ich fäll mal die anderen beiden Tropenbäume noch mit. Jupp. Dann mache ich hier nochmal kurz davon einen hin. Weil dann haben wir die Ecke hier auch gleich ganz gut zugebaut und da muss hier nicht noch mehr hin. Jo, passt. Und hast du auch wieder recht. Ich trenne jetzt einfach mal auch hier mit so einer Baumwand so ein bisschen die Eiswelt hier ab. Warum willst du keine Eiswelt? Ja, es kommt ein bisschen blöd, oder? Wir müssen eigentlich auch nochmal hier so eine Eiswelt aufbauen. Hm? Wie meinen? So ein bisschen sowas, so ein mittelalterliches Schloss oder sowas, so im Eis. Das könnte man auch. Was. Oder so eine Burgruine oder irgendwie sowas, die Richtung. Ja, das kann man schon machen, aber trotz alledem will ich das jetzt nicht direkt hier in Verbindung mit dem Hafen haben. Ja. So, da sollen die Bäume jetzt erstmal ein bisschen wachsen und dann kann man später ja auch immer noch stutzen. Oder die ganzen Eisbrecherschiffe der Wikinger anlegen werden, die uns ausräubern wollen. Genau, neben unserer pseudomodernen Welt hier. Ja. Die legen dann hier an und kommen mit ihren Äxten in die Bibliothek und klauen die ganzen Bücher und dann hauen sie wieder ab und lernen. Und schmeißen die ins Feuer. Nee, und lernen was über die Welt und dann kommen sie wieder und sind voll die Klugscheißer. Kommen sie an so, ja, dieses Haus da, das ist aber viel zu nah am Wasser gebaut und das ist ja, da läuft ja der Keller voll Wasser und überhaupt diese Bibliothek ist auch überhaupt nicht authentisch und das Rathaus, ach, was für Idioten würden denn so ein Rathaus bauen? Hier. Duschen? Im Brunnen? Ich wollte mich im Brunnen ersäufen, ich hab's nicht mehr ausgehalten. diese Schmach, die mir die Wikinger, diese intelligenten Wikinger gerade bereiten haben. Wollen wir vielleicht noch oben bei der Aussichtsplattform ein bisschen ummodeln? Ob wir da noch ein bisschen was? Ja, das wäre gar nicht so schlecht, dass die nicht mehr so draufgekotzt aussieht, ne? Ja. Weil wir gerade so da sind, ne? Wie wollen wir das machen? Wir könnten ein bisschen Erde drumherum stapeln. Also du musst dann beachten, hier auf der Seite, da kommt dann der Mineneingang noch mit hin. Genau, aber ich meine jetzt hauptsächlich auf die andere Seite davon. Ne, also das, was man dann quasi aus der Ferne sieht. Und was hältst du sonst davon, weil ich gerade so ein bisschen im Baumrausch bin, dass wir die ein bisschen hinter den Bäumen verstecken? Was? Diese Aussichtsplattform hier. Dass wir hier unten quasi ein paar Bäume hinpflanzen. Okay, die dann praktisch hochwachsen und dass man hier oben dann die Ebene praktisch hat, die dann so über den Baumkronen ist. Ja, entweder das oder wir schlagen halt so auch noch so ein paar Gucklöcher rein. Gucklöcher von der Aussichtsplattform durch Bäume finde ich eigentlich ziemlich doof. Ja, okay, stimmt schon. Aber wir können also hier unten einfach ein paar Bäume drauf fläzen. Das wäre so. Ich beerde mal hier ein bisschen die Gegend. So, Erde ist alle. Sehr gut. Nein, nicht ganz. Huch, da. Hier geht's aber mal runter. Man sollte nicht rückwärts laufen. An dem Hang. Das ist immer eine schlechte Idee. Oh ja. Ich bin auch gerade runtergefallen. Siehst du? Auf jeden Fall sollte es halt nicht ganz so aussehen, als ob da jetzt jemand ein Viereck rausgeschlagen hat. So also ein bisschen natürlicher. Ja. Wäre schon ganz cool. Wunderschönes Viereck, das ist halt. Also, hallo.
Symmetrie, mein Freund. Symmetrie. Ja, mag ja manchmal ganz gut sein, aber bei solchen Dingen eher nicht. Das Mädchen aus feindlichen. Ich meine, so ein wunderschönes Viereck, da spricht nichts dagegen. In den strahlenden Sonnenuntergang ritt, er küsste sie im weitesten Sinne. Wach und die Sache mit dem Hieb lag bestimmt am Implantat. Ballas und Juvi bauen hier rum. Ballas und Juvi sind beide viel zu dumm. So, schauen wir mal. Tübü. Oh, jetzt ist mir die Erde ausgegangen. Soll ich dir was leihen? Ich habe noch 18 Stück. Leihen vor allem Dingen. Klar, ich will meine Erde gerne wieder haben, ja. So, wenn wir jetzt hier einfach ein bisschen weiter unten ein paar Bäume draufhauen, oder meinst du, das ist nicht so cool? Doch, so am Hang können wir schon machen, ja. Also, hat man jetzt gesagt, dass wir lassen uns da mal überraschen, wie sie ausgewachsen aussehen. So. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ich pflanze jetzt hier gerade einfach mal irgendwo was hin. So. So. Und dann stellen wir uns gleich hier hin und gucken einfach nur zu, wie die Bäume wachsen. Und schauen dem Gras beim Wachsen zu. Das ist doch voll die geile Idee eigentlich. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Let's grow together oder so. Hast du es gerade gesehen? Nein. Ich glaube, da ist gerade ein Grashalm gewachsen. Da gucke ich doch mal glatt ein Loch in die Luft. Jetzt brauchst du ein Luftschloss. Ja. Oder auch das. Yay, Wahlweise. Was ein Wal? Was hat denn jetzt noch ein Wal damit zu tun? Ich weiß es nicht. Moin! Batsch. Oh. Eigentlich wollte ich dir auf den Kopf springen. Ich bin nicht weit genug gesprungen. Voll schnell. Achso. Ich wollte es eigentlich noch Super Mario machen. Okay. So, ich gucke mir das Ganze mal eben von unten an. Wie das so im Moment ausschaut. Braun. Meinst du? Weil noch kein Gras gewachsen ist. Ist noch kein Gras über die Sache gewachsen. Dann guck nochmal genau hin. Vielleicht ist ja wieder ein Halm gewachsen. Ich bin auf der falschen Seite vom Zaun. Diese Brücke ist sehr gefährlich und so. Nein, man hat keinen Platz da dran. Das ist voll schlecht. Wer hat diese Fehlkonstruktion einer Brücke gebaut? Ich. Ja. So, ja, cool. So, müssen wir mal schauen, wie es dann ausgewachsen aussieht. Mhm. Unter der Schmiede wachsen Bäume, da kommt man gar nicht an der Seite vorbeifahren. Was ich aber gerne nochmal kurz machen will, ist genau da unten den Fluss eben einmal befreien, hier ein bisschen, dass der durchfließt, weißt du? Okay. Einfach nochmal ein kleines bisschen Terraforming, so mal ein bisschen ins Detail hinein. Hast du zufällig einen Eimer da? Nein. Okay, dann müssen wir mal schauen. Ja, dann müssen wir aber gleich einen holen, glaube ich. Ja, das müssen wir vollkippen. Das klappt so nicht. Das Loch, es funktioniert nicht. Juvi. Moment, ich kann aber eben ein Craft holen. Ich find's lustiger, den Texture Pack, ne? Hm? Du baust ein Holz einmal aus Metall. Okay, habe ich noch gar nicht ausprobiert, aber tatsächlich, ja. Ja, einmal sind die aus Metall, ne? Und das Bild ist hier Holz. Ja. Setz rein, Bro. I know. So, da noch ein bisschen was hin. Ich höre das Feuer von deiner Schmiede. Was? So, das sieht doch gut aus. Jetzt ist es voll. Jawohl. So, warte mal. Was hast du vor? Ähm,
Die Workbench nehme ich mal vorsichtshalber mit, sonst steht die da ewig. Ja, kannst du machen. So, hier ist eine kleine, so ein kleines bisschen Höhle rein. Ja, kann man machen, warum nicht? Finde ich eigentlich ganz cool, sowas. Ich habe die auf der anderen Seite immer gerade zugebaut, weil die fand ich jetzt nicht so cool. Hier müssen wir mal schauen, das war irgendwie so ein bisschen, ja, der Weg dahinter, darunter ist ganz cool so eigentlich. Ja. Das ist willkommen auf unserem englischen Server. Ja, vor allem hat es jetzt bei mir hier zu Hause aufgehört zu regnen. Das ist total toll. Also Juve hat gerade den Hauptgewinn. Mhm. Regen überall. Yay! Ja, aber das sieht sehr viel besser aus, dass der Fluss da so ein kleines bisschen durchfließt. Kannst du den auf der Seite, wo du stehst gerade, noch ein kleines bisschen breiter machen? Warte, du meinst du hier? Ja, und da noch, genau. Ja, nimm den auch ruhig mal weg. Ja. Oder hier noch ein bisschen. Ja, da, die, genau. Mach ich immer noch den Sand weg? Ja, genau, so super. Dass so. Das nicht ganz so eng ausschaut. So ist cool. Oh, okay. So Mini-Terraforming. Hier mit einer kleinen Höhle. Also eine angedeutete Höhle. Ja. Ja, du musst dir mal von oben angucken. Das sieht deutlich besser aus als vorher. Ich habe noch eine Idee. Okay, welche denn? Ja, passt. Okay, warte. Da muss ich nochmal irgendwo in Richtung Dschungel gehen. Oder hast du irgendwo so ein paar Lianen oder sowas? Weiß ich nicht. Dass wir da ein bisschen was runterhängen lassen, praktisch auf die Höhle, dass die Höhle so ein bisschen versteckt da ist. Ah, okay, gute Idee. Aber ich weiß es nicht. Müsste ich selber gucken. Ich schau mal schnell bei dir. Ich weiß auch nicht, ob ich vielleicht noch irgendwo welche hab. Am besten sind würde ich guck bei mir und du bei dir, aber egal. Ja, ich schau du mal bei mir durch. Nee, jetzt bin ich schon bei mir. Ich bin auch schon bei dir. Ja, ich weiß, hab ich gesehen. Ich plündere dein Haus schon. Hast du was gefunden? Ist schon alles leer. Nee, dahin nicht. Ich check jetzt einfach alle deine Kisten. Ja, aber wenn's hier nicht drin ist, dann hab ich nix. Ich hab ein Diamantschwert bei dir gefunden. Ist jetzt meins. Tschüss. Ich geh jetzt zu einem Spinnenspawn. So, damit hab ich den nächsten Eimer. So. Ich hab mir doch schon einmal gecraftet, merke ich gerade. Ich hab übrigens gerade die Tür aufgelassen. Was? Ja. Vielleicht kommen irgendwelche Leute und plündern dein gutes Tafelbesteck. Ich hab gar keins. Tafelsilber und so. Warte mal, also eben im Backwaren, ne, da wird's nicht sein. Vielleicht bei Holz, nein. Dann bei Zeug. Sieht aber auch nicht so aus, ne. Laub habe ich on master. Okay, ich bin noch mal kurz im Dschungel. Hast du eine Schere dabei? Natürlich habe ich eine Schere dabei. Wie soll ich mir denn sonst die Zehennägel schneiden? Gut, was mache ich so lange? Das weiß ich ja nicht. Schneide die Zehennägel. Oder hast du etwa keine Schere? Nein. Soll ich dir meine leihen? Nein, bitte nicht. Das ist auch kaum gebraucht. Damit kratze ich mir auch den Rücken. Echt? Ah, das stimmt, voll praktisch. Ja, das ist klasse. Das glaubt man gar nicht, wie gut das funktioniert. Ach, hör auf, darüber zu reden. So. Verscheren? Hast du Angst, verscheren? Vor allem in deinen Händen. Ja, Messergabel, Schere, Licht sind für kleine Kinder nicht, ne? Deswegen darf ich die nicht hernehmen. Und weil es auch für Ballast, ja. Ja, da zählt die geistige Reife. Achso. So, mit der Schere bewaffnet. Ui, das ist ja verrückt, die ersten Bäume sind schon gewachsen am Hang. Okay. Ziemlich stark sogar. Soll ich da mal mit meiner Schere vorbeikommen? Nee. Ich guck mir das jetzt erstmal hier von der anderen Seite an. Ich hab gerade irgendwas im Auge. Ja. Dein Finger. Oh, der ist alt. Ist ja egal. Ja, aber es sieht schon mal bisher ganz gut aus mit der Plattform. Die sieht jetzt halt einfach nicht mehr so kantig aus. Mal gucken, ob hier hinten schon Bäume gewachsen sind. Ja, da wachsen auch schon die ersten. Sehr schön. Mal.
16 Lianen, da kommen dann immer noch ein paar mehr mit. Wachsen Lianen eigentlich auch nochmal weiter nach unten, oder? Ich glaube fast ja. Ich weiß es nicht, ne? Deswegen. Ja, wie gesagt, ich glaube ja. Okay, weil das wäre richtig cool. Dann müsste man nicht so viel setzen. Kann man sich voll viel sparen. Probier's einfach aus. Im Jamba Sparabo. Yay, Jamba. Yay. Jabba dabba du, Jamba dabba du. Holt euch jetzt den bekloppten Florosch. Florosch. Florosch? Florosch. Es kommt von Frosch mit Fliesen. Also der Fliesenlegerfrosch. Ich glaube, ich gehe hier gerade total in die falsche Richtung. Ich überlege gerade, man könnte nachher irgendwann mal irgendwie so unter der Brücke hier bei der Bibliothek, weißt du? Wo man so zur Bibliothek reingeht, könnte man auch darunter die Erde mal wegschlagen und da Wasser langlaufen lassen. Haben wir da noch irgendwo? Ich weiß es gerade gar nicht. You know? Da ist noch ein Dschungel. Ich habe gerade noch einen zweiten Dschungel gefunden. Ich bin irgendwo in die falsche Richtung unterwegs gewesen. Wir haben relativ viele hier. Alles voll mit dem Dschungel hier. Scheiße. Ich habe hier voll Angst. So, und weil Balas jetzt gerade sowieso weit weg ist und ich mal ganz kurz wohin muss, werde ich mal kurz eine Aufnahmepause machen. Und ich versuche zurückzufinden. Und genau, wir sehen uns einfach gleich wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschö. Aufnahme.